Wir würfeln einmal fürs Missionsziel. 3, das heißt 2:1 für die Seraphon. Und dann mal gucken. 5:5. Nochmal. Ich will anfangen. Ja. Yay! Seraphon Zug Nummer 4! Meine Bewegungsphase, weil in meiner Hero Phase kann ich nicht so ganz ernsthaft machen, die laufen 5 Zoll hier vorne rüber. Schwupp, schwupp. Schwupp. Und die kommen hier 5 Zoll ebenfalls rum. Ups. Während er ebenfalls 5 Zoll hier vorne rüber hat. So. Dann, die gehen auf 3 Zoll ran. Das könnte man natürlich auch nochmal versauen, ne? Um nicht den, ja, natürlich kann man auch den noch versauen, ich weiß. Genau, und er guckt die an hier, damit alle... Wenn man mal schöne Modelle sieht. Ha? Nix, schon gut. Ja, genau, die dann hackt. Ich nehme mal einmal deinen roten Würfel für meine dicke Echse, die da 5 Zoll hüpfen. Und hier 5 Zoll hüpfen rüber. Draußen ist im Ghetto. Ein Abrusskommando am Start, genau. Die hier bewegen sich ebenfalls 3 Zoll hier vorne ran. So. 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 Die werden jetzt aufgegessen. Ja, aber ja. So geht nicht, deswegen. Ja. Wir wollen regelkonform bleiben, hat man mir mal gesagt. Das ist auch richtig. Die hier marschieren. 10 Zoll. Und 2 davon haben noch die Punkte. Oh. Jetzt hätte ich beinahe meine schönen Schießmeister vergessen hier. Die kommen jetzt ebenfalls noch. Zack. Und die stellen sich hier hin. So, mal ein wenig hier alles ein wenig zuzuziehen. Und die anderen 6er. 5er. Ne, 6er. Komm hier und stellen sich auf den 3er Decker drauf. Tschüdu. Und zwar so weit, dass du beim Reinfallen nicht die auch noch einfach binden darfst. Ach ja. Wer Quatsch sonst? Dann ist die Bewegungsphase durch. Dann kommt jetzt der Tierdackere. Zack, die da drauf. Auf die 4. Ah, das ist gut. Das ist gut. Das mag ich. Und auf die 3. Das mag ich nicht. 5. Genau. Das mag ich auch. Ja, ich auch. Oh, wie viel sind das? 3. 3. Das ist gut, das ist gut. Dann dackern wir hier vorne noch weiter. Die da drauf und die dürfen Treffer und Verwundung von 1 wiederholen. Auf die... So ein Durcheinander da mit den 3 Würfel fahren, ne? Auf die 4. Was ist denn das für ein Scheiß? Also der, der und der dürfen wiederholt werden. Die 3, die pflücke ich da auch nochmal raus. Das sind schon mal... Und nochmal auf die 4. Hier läuft. Auf die 3. Auf die 3. Verdammt, Axt. 2 Stück. 2 lächerliche Stück. Einer tot. Okay. Dann kommt die Nahkampfphase. Ja. Die wollen gerne hier vorne rein. Das sind 5 Zoll. Ja. Gerade so, das ist ganz knapp. Dann peilen die mal, damit die dem anderen nicht im Weg stehen. Hier vorne so rum. Die wollen ebenfalls rein. Ich würfe mal eben. Ja, also 8 Zoll müsste hinhauen. Es wären 7 Zoll gewesen. Die kommen ebenfalls hinterher. Und sagen Kuckuck. Song nicht. Ich wusste schon immer, dass ich eine feminine Stimme habe. Kuckuck. Ja. Dann möchten gerne die in die rein. Top 1. Keine Snake Eyes.
Nein, nein, nein. Okay, das ist lecker. Ja. Vor allem bei denen ist das total schön. Wenn die nämlich 6 sind beim Verwunden machen, machen die tödliche Verwundung. Und die wollen ebenfalls da mit 3 rein und sind ebenfalls drin. Na. Ich meine, ja, bei Age of Sigmar darf man die Bases übereinander stellen. Bei den hohen Modellen habe ich allerdings ein bisschen Angst. Warum? Ich reiße ja sowieso gerne Sachen um. Siehst du da? So, jetzt fragst du mich, Multitasking muss ich machen und was passiert? Ich mache direkt alles kaputt. So ein Meinst Cheat. Du? Ja. Das ist gut. Zeig. Kann ich jetzt gleich gerne mit deiner, mit deinem, meine deinem Modelle, laufenden Kackhaus von den Stumpen da zeigen? Nein. Ach. Nein. Jetzt kommen wir zum Kloppen. Oh, die sind reingepeilt, er ist stehen geblieben, um da für die Extra-Attacken das zu holen. Ich habe das aber gerade gegengecheckt. Nicht nur einmal. So habe ich, hab ich 2 Attacken mehr. Das ist schon mal ganz schön. Und zwar auf die 3 und dann auf die 3. Auf die 3, ja, super. Einsen kann ich besonders gut. Und auf die 3. Läuft. Das sind 6. 6. Oh, das ist ja diesmal mehr als sonst. Sonst mache ich immer nur 5 mit denen. Jetzt sind 6 geworden. Das ja. Ist doch schon mal ganz gut. Ganz fein krass. Ich steigere mich. Auf der anderen Seite, Rent minus 1, ignorierst du wieder. Jupp, 2 Tote. Hm. Holst die Stumpen rausklutschen. Dann bist du. Bin ich dran. Ich zieh nach. So, die 3 kloppen auf den Trupp. Da, ja. Ja, die 3 erstmal ja, auf den Trupp. Ja. Auf die. Lass mal gucken. Ich glaube, auf die 3 und dann auf die 4 und dann. Also zumindest. Auf die 3, auf die 4, ja. Gesagt, genau. Auf die 3, auf die 4. Ich werde gerade überlegen, immer 4, 3 oder 3, 4. 3, 4. Und auf die 4. Einer. Einer und. Kein Rent? Ist doch egal. Dann auf die 2. Jo. Und die andere Trupp auf die anderen. Da hast du mehr? Ja, sind noch 5 Modelle. 4. Das ist ungünstig, weil bei dem Trupp bin ich... 3, nicht 4, 3. Okay, bin ich nämlich mehr als 8 Zoll von ihm weg. Dementsprechend nur auf die 3 saven. Ja, läuft. Einer nur. Das ein Lebenspunkt. Das ist ja, dann lege ich irgendwo drauf gleich. Okay. Die da drauf. Zuerst. Achso, was denn? Ne? Ja, meine Flapsens hier, ne? Tup, tup, tup. Zuerst mit ihren Krallen. Auf die 3. Auf 4. Oder wohl, warte, ich lass mal erst liegen. Ich schau nochmal. Mein Gott, ey. Allererster Battle Report, weiß ich noch, mit Necron-Buch. Jetzt stehe ich hier. Schön, dass du singst. Ja, doch, mach mal ein bisschen. Ja, danke. Läuft weiter. Achso. Ja, aber das Lied muss zuerst zu Ende sein. Auf die 3 und dann wieder auf die 3. Alles klar. Und Einsen darf ich wiederholen, habe ich ja gerade durch ihn angesagt, habe ich am Anfang vergessen. Dann sind das jetzt mal geschmeidige 7 ohne Rent. Doch, die 5. 2 Tote. Das ist doch okay. Da, da gibt es Schlimmeres, ne? Für mich ja. Ja. Dann mit meinen Mäulchen. Mäulchen? Hier, mach mal das. Ja. Mach mal das Geräusch. Nimm doch mal einen anderen Platz. So. Auf die 4. Sind schon mal 2. 1 darf ich wiederholen. Dann sind das 4. Und nochmal. Dann sind das 6. Nochmal. Dann sind das 7. Mal. Eins darf ich wiederholen. Dann sind das 8. 9. Carsten, erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ich bin noch jung. Ich habe keinen Schwank auf meiner Jugend. Das sind dann 9 Stück geworden. Erzähl du was? Ja, jetzt ist ja gut, jetzt bin ich ja durch. Ja, du musst auch noch Würfel zählen. Nee, hab ich schon. Du bist ja richtig schnell in deinem Alter. Ich sag's dir. Ja. Ja, kannst du mal ein Beispiel dran nehmen. Auf die 3 Einsen werden wiederholt. Zack.
Das sind 9 Treffer ohne Rent. Siehst du, jetzt mache ich es ganz anders. Würfel hier, passt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viele habe ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sind noch. 2 leben noch, ja? Du, ich habe noch meine Speere, mit denen ich stechen darf. Auf die 4. Einsen wiederholen. Auf die 4. Sind beide. Mach's dir einfach. Würfel jetzt 2 Einsen. Nö, einer steht noch. Einer steht noch. Einer steht noch. Roll mal ab. Ich schlag mit meinem glorreichen Helden zurück. Ja, ich mach mal hier das Feld für dich frei. Das, tust du auch mal was zum Beitrag. Endlich, ich warte schon. Du, ich mach an anderer Stelle mach ich das Feld immer frei von deinen stummen Figuren. Auf die 4, trifft, auf die 5. Ha! Gegen wen eigentlich? Auf deine, da wo er dran steht. Ah, okay. Hat der einen Rent oder so? Nach. Dann habe ich wahrscheinlich noch meinen 5er oder 6er safe. 4er wird es nicht sein. Dementsprechend wird einer von denen wegplöppen. Wegplöppen. Dann hauen 2 zurück von den Nasen. Okay, machen wir da. Auf die ganz schlecht, aber die 5 wird ausreichen. Und auf die 4. Einer. Nein. Safe. Der bleibt stehen. Ja, super. Dann wird der gleich wohl beim Battleshock fliegen, was? Ist egal. Dann sind wir hier vorne. Hast du nicht kaputt gemacht? 2. Ist mir egal. 3. Ist mir egal. Ist mir egal. Genau, ja. Ich habe dafür gesorgt, dass er vor Angst wegrennt. Das reicht den kleinen Echsen da aus. Ja, ja. Auf die 3. Oh. Oh. Warum meckere ich eigentlich mal? Bei so vielen 3 verkackt. Ich könnte jetzt ein Wort in den Mund nehmen, aber dann haben wir es wieder rausgeschnitten. Dann brauche ich das gar nicht mehr sagen. Ja. Und ich muss nochmal. Mach mal. Und auf die 3. Da kommen 2. Das ist totaler. 5. Welch ein Wunder. 5, ja. Die hat es heute noch nicht, die Zahl. Wollte ich sagen, nee, ist voll neu und so. Schmeiß doch nicht die Würfel runter, Dennis. Doch, das war der, womit du mal mit 6 savest. Nicht ganz. Das sind die anderen beiden. 3 Stück. Nimm irgendwelche weg, mir ist das egal. Schwupp. Also jetzt nicht der Champion. Wer ist der Champion? Den gerade in der Hand. Okay. Und hier deinen Banner haben wir wahrscheinlich auch nicht. Das wäre sehr lüblich. Dann haben wir Bravery. Also da brauche ich nicht würfeln. Genau. Weil der ist automatisch weg. Jetzt haben wir hier 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 11, 7, 4, 2 gehen drauf. 2 gehen drauf. 2 gehen drauf. Genau. Schwab. 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 Dann kommen wir Zwerge. Nein. Wieso nicht? Dann kommt jetzt würfeln, welches. Du bist doch angefangen. Ich bin doch jetzt dran. Ich bin angefangen, du hast vollkommen recht. Und ich müsste auch gar nicht würfeln, weil ich ja alle Missionsziele halte. Ja, tust du. Bis gleich. Carsten. Carsten hat seinen Zug vorbesprochen. Jetzt sind wir eine Dreiviertelstunde weiter. Das war schon. Mal, ey, das ist. Ja, das war einiges. In meinem Alter, okay, ne? Ja. Hero Phase. Fertig. Bewegungsphase. Fertig. Schussphase. Fertig. Nackerphase. Nicht fertig. Die letzten 3 Stumpis. Ja. Hauen auf die Grumpis drauf. Genau, meine Stumpis auf deine Grumpis. Ja. Auf die 3. Genau. Und dann auf die 4. Jupp. Guck mal, ich tue sogar extra da auch weg. Das ist schön gemacht. Ja. Dann 2. 2. Nein. Auf die 3. Und du hast noch eine Wunde auf einen anderen draufgelegt. Ja. Das ist irgendwie mein Stormcast. Immer nur erstmal alles verbunden. Schwupps. Dann wird hier zurückgemoscht. Soll ich so lange nehmen? Ja, gerne. So, hier, wir haben einfach mal alle zusammen gemacht. Ihr haut nicht mit drauf. Extra Tacken gibt es nicht mehr. Weil er musste nachgepeilt werden. Egal. 3. Warum sehe ich da so viele 2 und 1? Das ist jetzt total irritierend. Vergesst nicht, du musst auf 10 von unten kommen. In 2 Einheiten, jeweils 5. Du musst auf 10 kommen. Sonst hast du deinen Schnitt nicht. Das ist richtig, ja. Den würfel ich normal, der hing auf der Kippe. 4. So. Und auf die 3 nochmal. Das ist unter meinem 5, Durchschnitt. 4, 5, 6, 7. Ja. 3, 3, 1. 7. So. 1, 2, 3 Tote. Da sind noch 3. Richtig. Damit ist der Trupp ausgelöscht. Damit ist nicht nur der Trupp ausgelöscht. Damit ist der Carsten quasi ausgelöscht. Ja. Ich stell sie mal hier hin. Stell sie hin. Du und deine Scheißarmee.
Kann ich am Ende nochmal sagen. Na, das darfst du gerne. Nur weil du beim letzten Mal hast du die vom Feld gefegt und jetzt kam sie zurück und hatten einen richtig schlechten. Ja, Formation böse. Aber machen wir eine Postgame. Genau. Ach, so. S. Sauer, passt dir genau jetzt. Zum Glück bin ich die Person, die schneidet. Das ist alles gut. Ach so, mich wieder Eier, alles klar. Eier, alles klar. Eier, alles klar. Ohren waschen, deiner Mann. Füße waschen, rutscht er direkt nach. Genau. Sauber. Scheiße. Sauber. Ja. Meins. Carsten, jetzt moderier doch mal den Postgame. Was soll ich denn großartig sagen? Jetzt sag mir das mal. Das ist das eingetreten, weil ich dir schon am Dienstag gesagt habe, weil ich dir gestern gesagt habe. Quack, quack, quack. Ne. Wie nicht quack, quack. Ja, du hast rumgejammert, dass da auch ein wirklicher Table raus wird. Das muss ja nicht im Vorfeld laden. Das habe ich nicht rumgejammert. Ich habe ganz normal gesagt, ich gehe davon aus, wenn ich mit Zwergen normal antrete gegen Seraphon, so weit ich weiß, wie du spielst. Ja, ist richtig. Hat er gesagt, hat rumgemimit und dementsprechend konnte ich heute nicht anders als ordentlich aufs Gesicht batschen. Alles klar. Haben die Echsen dann auch liebend gemacht. Vor allem wollten die Echsen gerne eine Revanche haben, nachdem sie beim letzten Mal hier von den kleinen Stumpen so richtig hart auf den Sack bekommen haben. So wohl nicht, ne? Da hatte irgendwie der Blitz so ein bisschen Landeverzögerung. Jetzt mein Scheiß ist eingeschlagen. Jetzt hat er gerade wieder hier wie es auf dem Feld gelaufen ist. Ich persönlich freue mich ja... Haben wir schon gesehen, wie es auf dem Feld gelaufen ist? Ich persönlich muss ja sagen, ich freue mich ungemein, nachdem ich gefühlte 10 Monate lang nur Einsen gewürfelt habe, habe ich jetzt zweiten Battle Report nacheinander mal gewonnen und brauchte beide Mal nicht bis zum Ende. Das weißt du noch, meistens ist ein, ja, eine große Fresse. Aber meistens kommt dann wieder der böse Gott und sagt dann, du kriegst wieder nur Einsen. Ja, aber das hatte ich ja schon vorher. Insofern ja, kommst du wieder zurück. Gönn mir das doch mal, ey, Alter. Ja, hast du gönn gut, mir das doch mal. Du bist mein Held. Ja, Carsten tabelt hier alle Gäste immer, ne? Und ich keine Ahnung, hier alle Gäste, und, alles klar. Wenn ich da mal, der immer einen auf die Fresse kriegt, der immer schön sagt, weißt du was, ich lasse also, wenn ich da mal zwei Spiele hintereinander mal gut, ne, dann zack, so läuft das hier, ey. Ich bin ja auch begeistert. Also zumindest vom ersten Spiel hat er getabelt, das beim zweiten, na okay. Sei es dir mal gegönnt. Ja. Da bist du schon am Zeigen? Was? Ich habe gar nichts gezeigt. Ja. Ich habe mich gekratzt. Ja. Jetzt mal unabhängig vom Rumgeflapse und keine Ahnung was. Spiel selber. Ich persönlich hatte das Gefühl, sind die Kanonen weg, dann machen die Zwerge nur noch wenig da auf dem Feld. Vor allem, weil die in einer Ecke relativ geballt war. Ja gut, aber da muss ich ja wegen den Maschinisten einzeln umkreisen und sagen, genau, genau. Nichts auf den Nacken, die Kanonen. Also ja, nicht das Potenzial, was sie haben. Ja. Da muss man einfach so sagen. Und so war es aber dann auch im Endeffekt. Ja. Also dann gerade die ganzen tödlichen Dinger, was bei den Seraphon, ich finde, die sind unheimlich stark. Die regeln sowieso, ne, dass das Lan mal eben kurz durch den Eternity Warden ganz entspannt gedeckelt wurde, fand ich, ne, das ist eine schon echt nützliche Regel. Was ich noch krasser fand, das ist mir eigentlich erst während des Spiels aufgefallen, dass in einem Regeltext drin steht, sobald da ein Verwundungswurf für den Arsch war, kann man auf einer 2+, kann der sich das Ding nehmen und er leidet eine tödliche Verwundung. Jetzt hatte Carsten ein paar Sachen, die hätten eigentlich anschließend mit einer Verwundung, die hast nicht gesehen, Damage gemacht. Das heißt, du reduzierst diesen Einwurf auf eine tödliche Verwundung, was natürlich unfassbar stark ist, weil das ist ziemlich viel von den starken Kanonen eigentlich dann abgezogen hat. Für die Steinschleuder, sonst hättest du beide weg gehabt. Genau. Im Endeffekt, ja. Weil die hätte 3 Schaden gemacht, wolltest du noch eine tödliche nehmen dafür, ja. Besser. Und das ist schon echt hart. Zusammen natürlich mit den ganzen Buffs, die man durch die Formation noch bekommt. Ich finde die Flattermaxis, die fand ich heute auch wieder sehr, sehr stark. Das ist dieses Ding gewesen, wo wir irgendwann mal gewitzelt haben. Da kamen dann die 1000 Sachen um die Ecke. Jetzt war heute, einmal war der Frosch am Start. Und ansonsten haben die trotzdem auch so ohne die Shenanigans unheimlich hart zugebissen. Also die können schon was. Haben heute aber auch erstaunlich lange dann überlebt. Aber du hattest dann mit der, ich glaube, mit der Guard, die einfach auch mal losmashen wie sonst ist, andere Tages. Und wenn die nicht im Fokus sind, dann machen die eine Einheit weg. Und ja, dann muss man gucken, was passiert. Da war viel, weil ich hätte gleichzeitig weg müssen. Ja. Ich hätte die 2 Tempelwachen sofort weg haben müssen. Ich hätte. Ja, ja. Ich sag mal, weil der eine Held den von dem anderen Helden so viel geschluckt hat. Ich glaube, sonst wäre, wenn der auch mit kaputt gegangen wäre sofort, hätte ich ihm halt auch die Orgenkanone gehabt, die ich nochmal irgendwo anders hätte drauf packen können, aber der hat einfach so viel mitgeschluckt mit seiner, ich nehme nur eine tödliche statt 3 Damage. Alles klar. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man, ja,
ist einmal ein voll ausgemaxtes Battletomb jetzt gewesen von den Seraphon gegen die alten War Scrolls, die man genau noch nichts abgedeckt war, die man kostenlos bekommt, ja. Man merkt, finde ich, schon anhand der War Scroll Battalions und der Aufmachung der neuen Battletomes, in welche Richtung Age of Sigmar gehen wird. Das heißt, schnelle Spiele, hart auf die Fresse und nicht groß irgendwie rumgeschnabenzelt, so, ah, wir waren jetzt die und dann messe ich mal da vorne, sondern einfach mal, wir setzen uns an den Tisch und kloppen innerhalb von 10 Minuten gegenseitig unsere Armee. Das ist das Schöne bei Age of Sigmar, du kannst echt sagen, wir machen ein schnelles Spiel. Ja, das geht bei anderen Systemen halt nicht so schnell. Also, genau. Mal eben läuft. Ja. Was ich allerdings jetzt auch wieder als Gefühl hatte, wir haben nach Punkten gespielt. Ja. Und ich finde, jetzt auch wieder Punktesysteme sind, glaube ich, wichtig, um zum Beispiel für die Liga irgendwie so einen Strohhalm zu haben. Wir tun so, als würden wir balancen. Allerdings hatten wir jetzt gerade auch eine ähnliche Situation wie bei einem 40k-Spiel, wenn man 1500 Punkte Necrons gegen 1500 Punkte Orks aufstellt. Man kann spielen, der Sieg ist relativ einseitig besetzt, glaube ich. Und es ist schon so, ich glaube, das war gerade anschließend auch während des Spiels irgendwie mein Gefühl wieder, ihr Postmoden rein, wie ihr das seht, mit Punkten ein Balancing zu machen, ist, glaube ich, maximal eine Handreichung, die nie wirklich funktionieren wird in Gänze. Das kann nicht klappen. Ja, aber hätten wir jetzt Lebenspunkte genommen, dann hättest du nochmal doppelt auf dem Feld gehabt. Ja. Auch wieder. Hätte auch nicht hingehauen. Hätte auch nicht hingehauen. Nee. Und jeder hätte das hingestellt, dann würdest du sagen, gleiche Modelle hier kommen. Dann wäre der gleiche wieder mit Lebenspunkte gewesen. Also wäre auf der gleichen nachher hinausgekommen. Ja. Ich glaube, man muss echt einen vernünftigen Weg finden und den gibt es, glaube ich, nicht. Also man spricht während des Spiels ab, was stellt man hin, und sobald beide das Gefühl haben, jo, ist ausgemeldet, geht's ab. Ich würde das ja unheimlich gerne mal machen, ne? Zum Beispiel, dass der Carsten nimmt zum Beispiel seine Zwerge, ich nehme nochmal die gleiche Packung an Seraphon mit, wir bequaken mal kurz, okay, wann klingen beide Seiten als ausbalanciert, und dann vergleichen wir A, Lebenspunkte, und B, schmeißen den ganzen Spaß einmal bei den Punktemaschinen rein. Lebenspunkte ist Essig. Ich hatte jetzt 68 Lebenspunkte auf dem Feld. Habe ich das jetzt mal offen vielleicht? Kann ich dir das sagen? Sonst auf jeden Fall anscheinend deutlich mehr. Ich hatte viel mehr. Naja, aber nicht mehr offen. Ja, allein schon kannst du rechnen. 40, 8, ich bin halt schon wirklich 20, 40. Ja. 51 Kriegsmaschinen waren 21, 60. Ich will irgendwo bei 100 fertig werden. Ja. Irgendwo bei 100. Also fast. Doppelte Punktzahl an Lebenspunkten, ja. Und ich würde mal sagen, ein, zwei Trupps an Ballergeschütz irgendwie von hinten hätte den Zwergen gut getan, dann wäre es, glaube ich, einfacher gewesen, weil dann hätte Carsten von beiden Seiten, hättest du dann ordentlich mal losziehen können und sich auf die Missionsziele setzen können, aber wenn die da reinkommen, dann ist wahrscheinlich auch bei der Zwergenliste steht da nicht 1500, sondern 1800, 1900 da, aber das werden wir mal ausprobieren. Ich habe gerade schon gesagt, du hast jetzt 68, ich habe mit den Stormcast, wenn ich mir 1500 Punkte mit Zwergen kombiniere, bin ich bei 92 Lebenspunkte. Ja. Sogar da habe ich noch mehr Lebenspunkte, wo ich mir so denke, wie? Ja. Weil ich verwunde 3, treffe 3, alles. Ich habe auch extrem, aber trotzdem sind deine noch schweineteurer und ich gehe auch von aus, da würde ich auch noch riesen Probleme kriegen, da Platz zu kriegen. Ja, klar. Also, wenn ihr das mal oder euch mal in die Listen eingesetzt, dass die ja, glaube ich, immer mit berücksichtigen, das A, wie safest du? Welche Buffs kannst du beim Save bekommen? Und wie schaut es mit dem Rent-Verhalten aus? Und wie gehen die Einheiten mit tödlichen Wunden um? Und wenn mich dann zum Beispiel, dann nimmst du das Bastilladon, das hat ein 3er Save, sagt Rent, hallo, hier ist mein Mittelfinger, ich zeichne jetzt mal nicht, sonst gibt er nachher Ärger. Aber da ist er, weil Rent ignoriert das Bastilladon grundsätzlich. Oh, da kommt eine tödliche Verwundung an, ich habe aber dicke Schulterplatten. Also wird das Ding auch auf der 4 weggeklotscht. Die Großen haben alle ihr Schild in der Hand, die pfeifen auch zumindest auf einen Rent von 1, ja. Weil die haben ja ihre Drachenschuppen und es ist schon, also die kriegen viel weg. Also in meinen Augen ist immer noch sehr von der Stärkste, was bei Arbeits gibt. Also wirklich, wo ich sagen kann, wenn du kein Punktesystem noch sagst und dann stellst du gleich auf Serve immer vor. Dann haben die unheimlich viel. Da kann auch von mir aus dann auch ein Eichern, aber dann hast du einfach. Ja, wenn es jetzt an Lebenspunkten gehen würde, dann hätte ich noch einen Großen und dann hätte ich noch ein paar Engine of the Gods, die wir ganz können. Genau. Also das Lager kann noch viel, wiederholen und oben, aber erst wiederholen, der kann auch noch zaubern. Also im Moment Seraphon, die sind ganz klar vorne. Die sind eine knackige Armee. Der Tom ist gerade hinter der Kamera.
Hallo. Wahrscheinlich habt ihr letzte Woche auch den Battle Report gesehen, in dem die Skaven die Zäpfchen mal ganz ordentlich vermöbelt haben. Oh ja. Massiert haben. Genau, Gesichtsmassage. Die würde ich auch ganz gerne einmal nochmal herausfordern mit den Seraphon. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, weil die finde ich auch relativ hart. Das waren dein Favorite Model von deinem Typ. Wenn ich ehrlich bin, habe ich von mir noch nicht mal Favorite Model. Mhm. Gesichtsmaschinen haben das einfach zu machen. Ja gut, du hast ja mal mit dem Safen weggeholt und mein Held hat. Was hat mein Held geschafft? Auf der Bundeshalle. Der andere ist gar nicht in den Nahkampf gekommen, weil du mit deinen Chamäleons weggeholt hast. War der macht der auch was oder hat der nur so ein bisschen Bart? Ja, so ein Bart braucht Pflege. So ein Bart braucht Pflege. Und das hat Vorrang. Das hat Vorrang, sollte es auch. Ja. Unbedingt! Auf der war übrigens, fand ich, der Nutzloseste auf dem Feld. Ja. Ja, ja. Ich bin damit nicht hingekommen, wo ich hin wollte. Ich hätte vielleicht damit erst attackieren sollen. Ja. Ich habe auch, glaube ich, echt scheiße gespielt. Ich muss vielleicht weg beim Würfeln alles. Nee, das geht eigentlich. Vom Würfeln kann ich mir noch nicht mal beklagen. Ich hätte auch, wenn ich mir überlege, wie oft ich den dann weggesaved habe für meinen Hochkönig. Wie oft da Firmen gefallen sind, wo der schon vorher hätte was wegkriegen können. Der ist unbeschadet. Ich glaube, ich habe echt grottenschlechter damit gespielt. Und es ist ein Seraphon, wie gesagt, ein Stadtmagie. Also man muss einfach neidlos anerkennen. Ist im Moment. Ich glaube noch nicht mal, also die neuen Stormcast, wenn die jetzt kommen, das könnte schon berittenen sind sehr schnell mit Drachen. Ja. Das könnte schon was sein, wo schon eher sagt so, yo, viele tödliche, da kannst du nicht mal nicht safen, weil er einfach weg ist, auch Lebenspunkte, egal wie viele. Ja. Könnte klappen, muss man ausprobieren. Den großen Drachen, 3-4 mal zuschnappen, hast du 3-4 Tempelguards weg. Ja. Der Drache ist satt, die Guards sind weg. Plus noch den Beschuss mit den ganzen tödlichen. Weil liegt wieder dran, weil sie dann Punkte kostet. Ne? Wenn nach ein Viech ist, was 7 Punkte kostet, dann bist du auch wieder. Werden wir sehen, wenn das Ding raus ist. Ja, erstmal kaufen und bemalen. Genau. Bis dahin, offenbar, das. Ja, das, das hört sich ein bisschen komisch an. Wir spielen jetzt eine Runde Teamwork, ein super geiles. Ja, ich weiß wohl, auf welchen Satz du hinaus möchtest. Nee, da sind wir ja noch gar nicht. Das zu kurz erklären. Teamwork ist ein Erklärspiel, bei dem zwei Leute einen Begriff erklären, indem sie nur einen Satz benutzen. Und der Riesenclou ist, jeder darf immer nur ein Wort dieses Satzes sagen und dann geht das Ganze abwechseln. Ja, ich habe jetzt ihr gesagt, jetzt bist du dran. Wir waren der Anfang von dem Satz. Das und dann habe ich das gesagt, ihr. Hier? Immer? Immer? Was? Ich weiß, auf welchen Satz ich mir aussehe. Ich möchte jetzt was anderes sagen. Wenigstens einer dahinter, der Kamera schon mal lacht und du machst ein dummes Gesicht. Das ist super. Mitspielen! Ja, ich spiele mal auch mein Spiel. Dass ihr immer schön mitspielen. Dass ihr immer gutes Deutsch. Schön, also schön, weiter. Du hast jetzt schön gesagt, ich sag jetzt weiter. Theoretisch müsste noch ein Wort ich sagen. Ich hab mitspielen gesagt. Immer schön mitspielen wollt. Jetzt weiß ich noch nicht mal, wo du hin willst. Okay. Solltet ihr ein wenig Ordnung in dieses Durcheinander bringen wollen und uns herausfordern wollen, so würden wir uns über eure Bewerbung freuen. Schreibt an herausforderung@spielebude.com, steht auch unten nochmal im Text drin und dann machen wir ein schönes Match aus. Wir freuen uns über jeden Gast hier in der Spielbude. Immer. Hoffen bis dahin, dass euch der Battle Report gefallen hat und würden dann sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön. Weitermuschen.